Das Dreieck ABC ist rechtwinklig in C mit Abstand zwischen A und C gleich 2 und Abstand zwischen B und C gleich 3. Der Punkt O ist der Mittelpunkt von der Strecke AB und der Punkt H ist der Fußpunkt der Höhe, die von C ausgeht. Frage: Wie groß ist der Flächeninhalt des Dreiecks CHU? Wir stellen das Ganze zuerst grafisch dar. Was wir suchen, ist der Flächeninhalt von diesem grünen Dreieck CHO, dessen Basis wir klein b nennen und dessen Höhe wir klein h nennen. Zuerst bestimmen wir die Länge dieser Hypotenuse. Wir wissen, dass der Kreis mit Zentrum O und Durchmesser AB diesen Punkt C enthält, weil ACB ein rechter Winkel ist. Also ist diese Hypotenuse genau der Radius von diesem Kreis. Diesen Wert von R werden wir jetzt bestimmen. Und das durch den Satz des Pythagoras in dem rechtwinkligen Dreieck ACB. In diesem Dreieck gilt die Hypotenuse AB im Quadrat. Das ist die Summe der Quadrate dieser beiden Katheten 2 und 3. Somit erhalten wir, dass der Durchmesser AB die Quadratwurzel von 13 ist, also ist der Radius des Kreises die Hälfte von diesem Durchmesser. Der Radius des Kreises ist also Quadratwurzel von 13 halbe. Das ist hier diese Hypotenuse. Jetzt werden wir die Höhe klein h bestimmen und dazu berechnen wir den Flächeninhalt des Dreiecks ABC auf zwei verschiedene Arten. Einmal durch Basis AB, das heißt Quadratwurzel von 13 mal Höhe klein h geteilt durch 2 und einmal durch diese Basis 3 mal diese Höhe 2 geteilt durch 2. Und daraus schließen wir sofort, dass klein h gleich sein muss zu 6 geteilt durch Quadratwurzel von 13. Jetzt brauchen wir noch klein b. Klein b finden wir heraus durch den Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck OHC. In dem Dreieck gilt b² plus h² gleich r². R² können wir sofort ersetzen durch 13 Viertel. H² können wir sofort ersetzen durch 36 Dreizehntel. Und somit finden wir, dass B² 13 Viertel minus 36 Dreizehntel ist. Wir machen diese zwei Brüche gleichnamig, um sie zu subtrahieren und finden so, dass B² 25 52stel sein muss. Also ist B die Quadratwurzel von diesem Bruch, das heißt 5 geteilt durch 2 mal Quadratwurzel von 13. Jetzt können wir diesen Flächeninhalt bestimmen durch Basis klein b mal Höhe klein h geteilt durch 2. Also so. Die Basis ist klein b, der Wert kommt von da. Die Höhe ist klein h, dieser Wert kommt von da. Und dieses Produkt wird durch 2 geteilt, was letztendlich zu dem Flächeninhalt von 15 26stel führt. Also ist Antwort C die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir auf eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade eingehen.